So, hallihallo, hallöle und herzlich willkommen zurück zu Let's Play New Super Mario Bros. U. Ich bin Q-Rex, aber ihr könnt mich auch den apokalyptischen Aufzugsaktivator nennen, wenn ihr wollt. Denn in diesem heißen Aufzug bin ich eben so richtig schön zerfetzt worden. Aber ich habe es eigentlich geschafft. Wäre da nicht eine ganz komische Regel gewesen, die ich wirklich auch gar nicht sinnvoll finde, dann wäre ich durch dieses Level bereits durch. Jetzt muss ich es aber leider nochmal machen. Ich nehme dafür ein kleines Power-Up mit. Eigentlich wäre der Feuerball viel besser, aber mit etwas Glück bekomme ich den da drin noch. Und jetzt wollen wir mal schauen. Also, wir müssen das Ding wieder mit dem Pad selbst steuern, wenn wir da drin sind. Ach, ich glaube, hier gibt's... Ach, die Eisblume, genau, die gab es ja direkt am Anfang. Hier ist tatsächlich der Feuerball vermutlich eigentlich besser. So, wir gehen direkt drauf. Die Münze wollen wir nicht haben. Ein bisschen Vorsprung wäre jetzt natürlich ganz gut. Also ich muss mit dem Pad links und rechts steuern, damit ich diesen Aufzug hier bewegen kann. Und ich darf keine Monster... Ah, ich Idiot. Monster oder auch Münzen drauf lassen. Denn dann hält der Aufzug an und die Lava von unten holt mich ein. Das war allerdings nicht das, was mich das letzte Mal zerfetzt hat. Und auch nicht... die Elektroheimer hier, die hier überall sind. Und auch nicht die fiesen kleinen Spielchen hier. Ja, komm runter. Sondern mich hat etwas viel Schlimmeres zerfetzt. Nämlich die Unfairness dieser Welt. So, geschafft. Alles klar. Die erste Münze haben wir schon mal. Den bebombten König, da lassen wir nicht drauf. Den frieren wir mal ein. Mal sehen. Nee, ich muss ihn tatsächlich wegtun. Aber ich muss sowieso darüber. Nehme ich doch zumindest schwer an. Und ja, geh hoch, schnell rüber. Erstmal das machen. Den einen nehmen wir mit. Geh weg. Boah, krass. Das holt einen doch recht schnell ein. Aber ich glaube, beim letzten Versuch war es sogar noch etwas knapper. Na, wir haben halt auch immer noch wir wollen immer noch die Münzen mitnehmen. Und deswegen ist es dann doch meistens noch etwas enger, als es sein müsste. Das ist doch ein Scheißaufzug. Also mal im Ernst, was für ein Aufzug macht denn sowas? Zack. Ja, mach weiter. Achso, die Pilze sind auch zu schwer. Eieiei, was für ein Quatsch. Also ich meine, hier wäre die letzte Münze gewesen. So. Hoffen wir mal, dass ich jetzt durchkomme, ohne mich vom letzten Elektroheimer treffen zu lassen. Ah. Jetzt muss ich aber auch schon hoch. Denn das letzte Mal war es tatsächlich so, dass an diesem Zeitpunkt bin ich ein bisschen zu hoch geaufzugt. Und dann ging alles schief. So, ich scheine aber soweit durch zu sein. Ah, okay, auf dem hätte ich dann noch den Sprung machen können, mit dem ich dann ganz nach oben gekommen wäre. Aber das Leben habe ich auch so schon wieder zurück und das Level ist geschafft. Sehr schön. Alles klar, Mario. Das hast du ganz gut gemacht, Mario. Es war nicht schön, aber du hast es geschafft und wir haben alle Münzen. Große, schöne Sternmünzen, lecker, schmecker. So. Oh, wir haben noch ein Level, aber wir sehen da oben, ist das der große Bowser? Nee, das ist wieder Bowser Jr., oder? Ich glaube schon. Ja, der sieht ganz danach aus. Zack. Speichern beendet. Und, wieso dürfen wir jetzt speichern? Ach, das galt als Turmlevel sozusagen. Und wir sind jetzt bei Peachs Schloss. Burg, das ist die letzte Schlacht. Aber irgendwie glaube ich das ehrlich gesagt nicht so ganz, weil da ist ja Baby Bowser, also Bowser Junior. Und der große Bowser hat ja die Peach entführt. Trotzdem, wir schauen einfach mal in die Schlacht rein. Let's go! So, oder wir kämpfen gegen beide gleichzeitig. Das könnte ich mir auch vorstellen. So, Batsch. Okay. Mechanik, er stampft drauf und findet das... Also, muss er da durch? Ach so, nee, ah. Oh, okay. Ich will es lieber gar nicht berühren, wenn der da irgendwo drauf stampft. Ah, sehr gut. Das war natürlich alles genauso durchgeplant. Boah. Okay, ich nehme mal an, diese Dinger fallen immer runter. Ja, ja. Okay, alles klar. Das ist gut zu wissen. Stamm ruhig hier drauf.
Ach, der macht sich ja gar nicht matschepampig, wenn er... Wo stampft er drauf? Jo, alles klar. Kannst du vielleicht hier drauf stampfen? Weil das finde ich sehr, sehr nett. Ich möchte gern... Achso, das kann ich eigentlich auch... Nee, kann ich nicht selbst machen. Kannst du hier drauf stampfen, bitte? Ah, okay. Oh, scheiße. Das ist gar nicht gut. Ich guck mal, ob ich vielleicht... Nee. Ich wollte da eigentlich einen Pilz draus haben. Ihr merkt, ich bin ganz still, weil ich mich da doch etwas konzentrieren muss. Das ist gar nicht mal so ohne hier. Okay, und jetzt komme ich offenbar zum Boss. Es gibt wieder kein sichtbares Item. Ich lasse ihn erstmal aufstampfen. Nein! Boah! Das war ja übel. Oh mein Gott! So, ich habe gehofft, dass es da ein Power-Up gibt und kein scheiß Leben. Er braucht ein Leben. Ah, okay, aber hier gibt es... Ja! Und ja! Warum denn Eis? Seit wann gibt es denn Eis? Oh, guckt euch das mal... Oh, Feuer! Okay. Ich weiß nicht, was ich mitnehmen sollte. Bis jetzt hat sich Feuer immer mehr bewährt, aber mit Eis könnte ich eventuell Gegenstände abwehren. Na, ich nehme mal Eis mit. So, zack. Das sieht doch sehr nach Bowser aus. Was für ein geiles Tor. Brennende Augen, richtig übel. Okay, gibt's hier noch was? Nö. Also man kann sich bei jedem Versuch gegen diesen Gegner... Ah, das gute als Super Mario Bros. Feuergespeie. Jetzt kann er ein paar mehr flammen und sie sehen nicht mehr ganz so scheiße aus wie auf dem NES. Pfatz! Irgendwie vibriert der Bildschirm bei mir gerade so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob das ein Bildfehler ist oder wunderschöne Absicht. Oh, geil. Hi, Bowser. Muss ich da wirklich hinten auf dem Powerblock drauf, oder was? Alles klar. Alles klar. Er schießt halt Flammen. Springt die jetzt auf den Kopf, oder was? Na gut, also probieren wir es mal so. Das ist guter alter Mario Rust-Style. Und ja, es scheint zu funktionieren, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das der ganze Boss gewesen ist. Bam! Schön unten gelandet. Mario Number One! Nee, also nee, das war er bestimmt nicht. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Thank you, Mario. But our princess is another cuddly guddly. Ah, okay, Kamek kommt an mit Baby Bowser, Bowser Jr. Okay, wir beleben den wieder. Mario ist schon gegangen, feiert schon seine Party. Ja, Bowser war ja auch nicht so beeindruckend jetzt. Aber diesmal kommt er zurück. Oder? Oh, vielleicht haben sie ihn wachsen lassen. Ich habe das ja schon in der Riesenwelt empfohlen, dass man das machen könnte. Da hinten sitzt Peach und weint. Ich habe mich übrigens letztens gefragt, welche Prinzessin Peach ist und welche Toadstool. Das sind die gleichen Prinzessinnen. Toadstool hieß nur in den früheren amerikanischen Versionen des Spiels. Ja. Okay. Ah, das sieht nach dem eigentlichen Schauplatz aus. Rapunzel, lass dein Haar hinunter. Mario, hallo. Oh, die ist ja entspannt. Oh, die ist total... Oh no. Ist total hin und weg, dass der sexy Mario sie retten kommt. Oh ja. Cool. Richtig schön groß. Riesenbowser. Ah, geil. Aber jetzt ist halt die Frage, was soll ich gegen dich tun, Riesenbowser? Da duck ich mich weg. Und der Kleine ist auch noch da. Ah, okay. B? B? Das ist B. Au. Oh. Okay, habe ich jetzt nicht ganz kapiert, was ich damit machen soll. Also mit B fliege ich, glaube ich, hoch oder so, aber ich wusste noch nicht ganz genau, was ich tun muss. Okay, Füße. B. B geht nach oben. Ah, ich kann einen Stammsprung damit ausführen. Und zack, bam, cool. Was? Was? Was zum Teufel? Wie soll ich... Oh, shit. Oh, shit. Yeah. Okay.
Sprichst du bitte nochmal? Das wäre voll nett, voll nett. Okay, jetzt bin ich an der Seite. Er ist unglaublich wütend. Alles klar. Ja, das... Aha, der hat also in diesem fiesen Lava-Level die Kometen gemacht. Das finde ich ganz schön clever von dir, Bowser. Du bist ein echter Stratege. Boah, das ist nicht ohne. Ja, der Kleine freut sich. Wie krass. Eigentlich ziemlich cooler, ziemlich epischer Endkampf. Da kämpfen Vater und Sohn oder Vater und Miniaturvariante zusammen. Oh Mist, hat mich aus der Luft geholt. Und dann auch noch. Und dann auch noch in der Riesenvariante. Also das ist schon irgendwie ziemlich geil. Mario ist schon ein ziemlicher Held, wenn er das schafft. Au. Nein, nein, meins. Ja, puff. Okay. Ja, es sieht aber nicht so gut aus. Und ich habe ja schon, Denn ich habe ja schon meine beiden Power-Ups verloren. Dunk, dunk, dunk. Aber die Kampftechnik hat offenbar Bowser seinen Kindern beigebracht. Jawohl, spring! Oh, du Arsch. Kommt er nochmal? Nö. Und jetzt nehme ich an, macht er noch einmal was Neues. Geil, hat er wirklich ein großes, diese Riesen-Version bekommen. Das finde ich richtig cool. So. Schauen wir mal, was wir da rausholen können. Jo, das geht. Der Kleine wirft wieder seine Bonbomben. Ja, cool. Mal sehen, ob er... Wow! Uncool! Aber mein kleines Hubricht guckt so wütend. Und jetzt ist er auch erschöpft gewesen und patsch! Habe ich ihn echt besiegt? Dreimal nur? Komm, es ist der Endboss. Kämpf noch ein bisschen. Sei nicht so ein Schwächling. Schwindelig. Ich bin doch Bowser. Batsch. Bums. Kleiner, willst du noch mal kämpfen? Komm, zweite Runde. Ha? Bisschen russisches Roulette oder so? Backwettbewerb, für mehr taugst du ja nicht. Blöder kleiner Trottel. So. Alles klar, wir scheinen es geschafft zu haben. Okay, vielleicht kämpfen wir... Oh, tschüss. Cool. Feigling. Na gut, er wurde jetzt dreimal besiegt und konnte selbst mit Bowser zusammen nicht gegen Mario anstinken. Wer will ihm das verübeln, dass er jetzt lieber selbst den Freitod wählt? Thank you. Oh, was für ein Gentleman. Er wollte eigentlich eine Rose mitbringen, aber er verbeugt sich nur. Okay, yeah. Und jetzt? Entschuldigung. Oh, und jetzt wird wahrscheinlich die Zuckerwatte aufgegessen. Genau. Zusammen geht das etwas schneller. Bowser hat schon neue produziert. Cool, also nein, ich habe mich wohl geirrt. Er hat sie nicht alle umgebracht. Wie so ein Käfer auf dem Rücken. Oder eine Schildkröte, könnte man auch sagen. Oh nein. Nein, 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 nein. Oh, ich bin aber zu schwer. Bam. Jetzt hat er sie endgültig umgebracht. Na toll. Toll. Oh, irgendwie tun sie mir leid. Mario tun sie nicht leid. Oh yeah. Ja, du hast recht, Mario. Ich hab's ja schon gesagt, immer so ein bisschen auf Pilzen. Oh cool, wir haben's geschafft. Und sie tanzt sogar für uns. Wie geil ist das? Also, ich werde jetzt tatsächlich noch versuchen, die übrigen Sternenmünzen zu finden. Aber ich muss sagen, also ich hatte es ja noch nicht durchgespielt, das war neu für mich. Ein teilweise etwas berechenbares, aber richtig, richtig gutes Spiel. Ich würde es am liebsten nochmal zusammen mit irgendjemandem durchspielen. Vielleicht packe ich nochmal den Spielstand mit meiner Freundin aus.
aber es ist schon richtig gut designt, macht schon richtig Spaß und vor allem ist es einfach unschlagbar im Gameplay. Also ihr habt es gesehen, wie oft ich mich schon aus irgendwelchen Abgründen nochmal mit einem Wandsprung rauswinden konnte oder gerade so irgendwelche sehr merkwürdigen Aktionen überlebt habe. Das ist nicht, weil ich so unglaublich großartig bin, sondern weil das Spiel das erlaubt. Und das macht dann mehr Spaß, als wenn man sich 10.000 Mal durchsterben muss. Man hat einfach total freie Beweglichkeit in diesem Spiel und ich glaube, das ist die allergrößte Stärke. Aber auch, wie gesagt, das eigentliche Design. Wer sich nicht daran stört, dass Mario-Spiele eben Mario-Spiele sind und nicht unbedingt allzu viel Blut, Metzelei und Sex darin haben, der wird dieses Spiel, glaube ich, lieben. Und ein bisschen sexy ist Mario ja auch. Guck ihn doch mal an. So ein schöner Bart. Ach so, ich habe jetzt keine... Ah, okay, es bringt also doch noch irgendwas, sehe ich gerade, die Münzen zu sammeln, auch wenn man schon ganz viele Leben hat. Denn da oben seht ihr rechts oben, links oben, seht ihr einen Münzcounter. Ich nehme an, das wird jetzt gleich nochmal durchgezählt und dann wird eine Highscore festgelegt. Und dann kann man eben seine Spielstände miteinander vergleichen. Das ist total sinnvoll. Damit kann man dann sehr viel anfangen. Oh yeah. Ich hätte sehr gerne mit Luigi gespielt. Den mag ich persönlich lieber als Mario. Weil er so ein bisschen der vergessene kleine Bruder ist, obwohl er ja inzwischen auch viele, viele Hitspiele hat, in denen er der Protagonist sein darf. Trotzdem, ich mag den insgesamt lieber, auch schon bei Super Mario Bros. 2 oder nur Mario Bros. 2, wo er diesen Tappelsprung hat, ganz ähnlich wie Yoshi das später entwickelt, mag ich den lieber, eigentlich am liebsten. Und ich habe auch gesehen, vielleicht habt ihr es auch in meinen Aufnahmen schon gesehen, es gibt offenbar, das habe ich noch gar nicht genauer recherchiert, auch ein New Super Mario Bros. Luigi irgendwas Setup. Das müsste ich mir mal anschauen. Werde ich aber jetzt nicht als nächstes Let's Playen. Dieses Let's Play war jetzt in allererster Linie dafür da, meine Technik nochmal zu optimieren. Es hat einige Male nicht so geklappt, wie ich wollte. Aber im Großen und Ganzen denke ich, man kann es noch halbwegs anschauen. Ich versuche da noch einiges zu verbessern. Als nächstes werde ich, nachdem ich die Sternmünzen dann hoffentlich gefunden habe, dann vermutlich erstmal wieder zu Zelda-Teilen zurückkehren. Ich werde erst einmal das SNES-Zelda nochmal spielen, aber damit ich auch bei aktuellen Teilen bleibe, suche ich mir einen Wii U-Titel wieder raus, den ich spielen möchte. Und was mich da gerade besonders interessiert, sind weitere Jump'n'Runs, also Tropical Freeze, also Donkey Kong Country Tropical Freeze ist etwas, das ich sehr ins Auge gefasst habe, obwohl ich da ein bisschen Schiss vorhabe, weil das ja doch deutlich schwerer ist jetzt als ein Mario Bros. Spiel. Aber auch, ja, sonst werde ich einfach mal schauen, was es sonst so gibt. So, ja, es gehört alles Nintendo, ist ja klar. Ich danke Nintendo für dieses geniale Spiel, hat mir richtig Spaß gemacht. Und obwohl ich inzwischen auch nicht mehr der jüngste aller Spieler bin, kann ich nur sagen, Nintendo lohnt sich immer. Also das ist, die machen einfach richtig geile Spiele. Juhu, was passiert jetzt? Herzlichen Glückwunsch, du hast das Spiel beendet. Deinen Speicherdaten wurde ein Sternchen hinzugefügt. Du kannst jetzt jederzeit im Menü speichern. Oh, cool. Alles klar. Und weiter? Die Röhren bringen dich jetzt auch zu einer geheimen Insel. Spring einfach in eine der Röhren und probier es aus. Wie viel Zeit habe ich denn noch? Ach so, ich dachte, also gibt's jetzt noch ein Zusatzlevel oder sowas? Sternchen. Was macht das? Ich will das wissen, die Röhren bringen dich jetzt zum Superstar Boulevard. Ach übrigens, hast du schon alle Sternmünzen gesammelt? Nee, hab ich nicht, hab ich doch gerade gesagt, Mann! Oh, jetzt werde ich aber aggressiv, böses Spiel. So, alles klar, ich probiere das gerade noch aus. Wir haben ja, ich meine, es ist der, jetzt fast letzte Part, vorläufig. Cool, nehme ich mit. Dann gibt's doch bestimmt... Nee, den Yoshi gibt's immer noch nicht wieder. Oh, Yoshi. Oh, aber das Toad-Haus ist wieder da. Okay, dann würde ich sagen, ich baller mich mal eben zu einer dieser Inseln. Nee, andere Richtung wäre besser gewesen. Erstmal die geheime Insel. Ich nehme an, dass die Stern-Boulevard-Insel...
oder was auch immer Superstar Bolivar wird wahrscheinlich ein Zusatzlevel sein. Geheime Insel Toadhaus. Gehen wir rein? Keine Ahnung, was es ist. Lustige Musik. Okay. Lesen, ich kann lesen. Ah, gesammelte Münzen, gesammelte Sternmünzen, plattgestampfte Goombas, das ist ja geil. Okay, ich habe 55 Goombas getötet. Das sind relativ wenige, ich sollte dringend noch ein paar Pilze vernichten. Gesammelte Items, 234. Klingt auch eher wenig. Oh ja, also die gesammelten 3-Up-Monde, die findet man vor allem, wenn man zu zweit spielt. Ich glaube nur, wenn man zu zweit spielt, weil man die auf dem im Boost-Modus auf dem zweiten Bildschirm sehen kann und dann freischalten kann für den für die Hauptspieler. Die Boost-Blöcke und die Mini-Boost-Blöcken, Blöcke, das sind auch Mehrspieler-Teile aus dem Boost-Modus. Kann ich also gar nichts gesammelt haben. Erreichte Zielpfähle, 80... Ach so, ja, stimmt. Manche Levels haben ja mehr als einen Zielpfahl und deswegen kann man da wahrscheinlich auch weniger und deutlich mehr haben als ich. Mit Yoshi erreichte Ziele 5, das klingt sehr wenig. Mit Baby-Yoshis erreichte Ziele, ja, die habe ich so oft getötet, es tut mir leid. Und an Zielpfählen gesammelte One-Ups, 31 ist auch nicht so viel, aber ich habe auch oft so ein bisschen drauf verzichtet. Ausgelöste Zielfeuerwerke. Wie macht man das? Wie macht man das? Das ist ja das, wenn man die Mario Bros. Musik, also aus dem ersten Teil, bekommt und dann noch einen Gegenstand bekommt. Und ich weiß nicht, wie das geht. Erhaltene Applause, 141, ist nicht so viel. Das kriegt man vor allem, glaube ich, wenn man schwierige Passagen meistert und vor allem alle Münzen in einem Bereich einsammelt, so wie ich das verstanden habe. Und geschnappte Mopsis. Einen habe ich ausgelassen, 11 habe ich gefangen. Einer durfte weiterleben. Schön. Also, das ist das Statistikhaus. Ich weiß nicht, gibt's hier noch mehr? Sieht nicht so aus. Deswegen gehe ich jetzt erstmal raus. Ich nehme mir jetzt noch eine Minute Zeit, um in das Stern-Superstar-Boulevard-Dings reinzuschauen. Duck, duck, duck. In die andere Richtung. Abschuss! Bzzz. Und tu! Oh yeah! Und direkt reingefeuert. Ja, das sieht schwer nach Zusatzlevel aus. Ich gehe einfach mal hier hin. Ausprobieren. Sammle alle Sternmünzen in Peach Schloss, um diesen Level freizuschalten. Okay. Ah, okay. Alle Sternmünzen im Eichenhain. Okay, okay, also ich muss lediglich in jeder Welt alle... lediglich in jeder Welt alle finden. Also ganz einfach, ist gar kein Problem. Ich habe in keiner Welt alle gefunden. Hätte ich in einer alle gefunden, dann hätte ich wahrscheinlich ein zusätzliches Level freigeschaltet. Das fange ich dann im nächsten Part doch an, weil das scheint noch so viel Spielinhalt zu sein, dass ich eigentlich das nicht verpassen möchte und euch auch nicht vorenthalten. Deswegen werde ich an dieser Stelle jetzt erstmal den Part schließen. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Es erwartet uns ja doch noch einiges. Yippee-yay! Und ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Bis dahin sage ich Tschüss und bis dann!